clown focus. Teetotal, we're on the next high. We get by with our so-called soulmate, wait for each other chit chat. But that dried up, wise up to the cutting edge facts. Now I'm chilling on my Jack Jones, looking for a way back home, but I can't get back. Hey Freunde, was geht und willkommen auf meinem Kanal zu German HD Tutorials. Heute habe ich mal was Verrücktes für euch und auch was ganz Lustiges. Und zwar die 15 verrücktesten und krassesten Fakten der Welt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Orgasmus eines Schweins 30 Minuten dauert? Oh Mann, ich wäre jetzt auch mal gerne für eine halbe Stunde ein Schwein. Oder eine Küchenschabe lebt noch ohne Kopf noch 9 Tage weiter, bevor sie verhungert. Ja, dann frohes Schaffen noch. Eine männliche Gottesanbeterin kann sich nicht paaren, während der Kopf noch am Körper verbunden ist. Das Weibchen leitet den Sex, indem sie dem Männchen den Kopf abreißt. Oh Mann, ob das wohl Liebe ist, bin ich mir nicht so sicher. Ein Floh kann das 350-fache seiner Körperlänge springen. Das wäre so, als wenn ein Mensch ein ganzes Fußballfeld lang springen könnte. Würde ich auch gern mal machen. Manche Löwen paaren sich 50 Mal am Tag. Mann, das sind echte Nymphomanen, die Viecher. Na dann. Elefanten sind die einzigen Tiere, die nicht springen können. Wobei ich einen Wurm oder eine Schnecke noch nicht springen gesehen habe. Oder ihr? Der Urin einer Katze leuchtet im Schwarzlicht. Na dann, wer das ausprobiert hat, würde mich mal gerne interessieren. Das Auge eines Vogels ist größer als das Gehirn. Naja, da kenne ich nicht nur Vögel, sondern auch ein paar Menschen. Seesterne haben kein Gehirn, davon kenne ich auch ein paar Menschen. Delfine und Menschen sind die einzigen Gattungen auf der Welt, die Sex zum Vergnügen haben. Na, die wissen, was sie richtig machen. Wusstet ihr, dass wenn man euch Cola ohne Farbstoffe servieren würde, wäre sie grün? Die Nebenwirkungen von Aspirin sind Kopfschmerzen. Und meine absolute Nummer 1 ist, wusstet ihr, dass 60% der Schnecken die Verdauung eines Vogels überleben? Das heißt, sie werden lebendig wieder ausgeschissen. Na, herzlichen Glückwunsch, da bekommt die Beleidigung, du Arschgeburt, eine direkt neue Bedeutung. Wenn du jetzt in diesem Video mindestens einmal gelächelt hast, dann lass doch einen Daumen nach oben da, abonniere mich, wenn du es noch nicht getan hast, besuch meine Facebook-Seite, ein Like würde mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao!